Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Wie der Titel schon sagt, will ich euch sagen, welche Champions die zwei besten oder die besten auf der jeweiligen Rolle sind. Mitte Jungle Top Support ADC und das wird vielleicht einige interessieren. Wir haben nur noch einen Monat Zeit, beziehungsweise nicht mal mehr einen Monat, bis die Season vorbei ist. Jetzt stellen sich einige die Frage, was soll ich im Rankgame spielen? Ich will ja noch aufsteigen, ich will noch meine Rewards bekommen, meine Belohnung. Und vielleicht kann dieses Video helfen. Wichtig ist dabei, es handelt sich um Solo-Queue. Außerdem muss man differenzieren zwischen verschiedenen Elos. Denn auf Silber-Elo ist vielleicht ein anderer Champion deutlich besser als dann auf Diamond oder eben noch höherer Elo. Und außerdem entwickelt sich das, was ich jetzt mache, so ein bisschen aus Graphen aus Statistik höchster Winrate. Zum Beispiel Miss Fortune. Sie hat ja momentan eine sehr, sehr hohe Winrate als ADC, aber trotzdem gehört sie nicht zu meinen Top 2. Und das werde ich alles auch noch erklären. Und das setzt sich dann auch noch aus eigener Erfahrung zusammen. Und dann habe ich ganz viele verschiedene Seiten angeguckt. Most useful, most popular. Und habt ihr nicht gesehen. Von daher, es ist super schwer. Erstellt mal selber für euch eine Liste und sagt, welche sind die zwei besten Midlaner momentan? Es gibt so viele Midlaner, die Weibe sind. Wie soll ich entscheiden, welche die zwei besten sind, ohne dass irgendjemand da draußen einen Z-Main sagt, ey, Z ist doch der Beste. Also es ist gar nicht so leicht. Wir fangen einfach mal direkt an und ich glaube, wir heben uns die Mitte für etwas weiter hinten auf und wir fangen an mit der ADC-Rolle, weil ich das ja auch schon angesprochen habe. Miss Fortune hat eine super geile Winrate und gehört auch zu sehr starken AD-Carries auf der Laning-Phase. Aber sie kann easy gesnackt werden. Ihr Positioning ist sehr wichtig und viele verhauen es dann. Deswegen muss man aufpassen. Ich würde also sagen, in Low Elo würde ich Miss Fortune nicht empfehlen, weil es da auch ganz viele Assassine gibt und Rengar snackt dich ganz einfach. In höherer Elo ist das mit Miss Fortune etwas cooler, aber es ist schwierig, ein Ranking zu finden. Und ich habe gesagt, prinzipiell gehört immer noch zu den stärksten ADCs Jhin. Jhin mit seiner Ulti, Jhin auf der Lane, Jhin mit seinem W-Snare-Support ist ultra effektiv. Jhin mit seinem vierten Schuss natürlich auch. Damit wir das Ganze nochmal hier sehen. Ups, nicht Summoner Name. Wem ist das nicht schon mal passiert? Hier haben wir den Jhin. Jhin ist ein ADC, der für mich definitiv zu den Top 2 gehört. Und dann gibt es noch einen weiteren Support, ADC, Entschuldigung, der meiner Meinung nach sehr geil ist. Und das ist Caitlyn. Sie ist sehr sicher, sie hat eine sehr geile Range. Sie ist zwar nicht ganz so stark im Midgame, aber sie ist super stark im Late Game, wenn sie erstmal Items hat mit ihren Fallen. Du kannst Tower siegen, Tower pushen, auch in der Lane. Gekoppelt mit einer Nami, mit einer Janna, mit einer Karma. Poked sie ziemlich eklig und Caitlyn und Jhin. Ich musste mich entscheiden für zwei ADCs und es wird bestimmt einige Diskrepanzen geben, aber ich habe mich entschieden für Caitlyn und Jhin. Dicht gefolgt von Ezreal. Der erfordert schon etwas mehr Mechanik und natürlich Miss Fortune anhand der Winrate, die darf man nicht ganz einfach so beiseite schieben. Klar gibt es auch noch Jinx und Co., aber irgendwo muss man differenzieren. Deswegen habe ich mich eben entschieden, wie eben gerade gesagt. Da sind wir mit den ADCs schon durch und wir gehen weiter zu den Supportern. Bei den Supportern gibt es auch viele. Natürlich kann ein super Bard-Main oder ein super Thresh-Main extrem carryen. Er kann Leute retten, er kann Plays aufbauen. Aber für mich gab es dann entscheidende Supporter. Und zwar auch nicht umsonst mit einer der höchsten Winrates zurzeit ist die Janna. Und sie hat einen geilen Skin dazu bekommen, darf man nicht vergessen. Und zwar ist das hier der hier, der Star Guardian Janna Skin. Janna ist halt ultra geil, um Leute zu beschützen. Janna ist gut im Disengage. Janna kann aber auch. Sie hat übrigens auch ein recht hohes Skill Cap. So eine Silber-Janna wird wahrscheinlich nicht annähernd das rausholen, was eine Diamond-Janna rausholt. Weil du kannst mit Janna extrem gut auch mit dem ADC kommunizieren und sagen: Yo, ich gebe dir jetzt das Schild, dann kannst du jetzt dein Trade-Combo machen, denn du hast erhöhte AD. Und man muss halt auch wissen, wann man was einsetzt. Flash offensiv mit dem Wirbel, Insect vielleicht sogar mit der Ulti. Mit Janna kannst du sehr gut hin und her auf der Lane. Ich sage ja mal tanzen dazu. Ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Janna, hohe Winrate. Sie saved einfach ihren ADC. Und es ist sehr schwer, alleine den ADC zu killen, wenn eine Janna daneben steht. Es ist einfach so. Also Janna gehört zu den besten Supports. Ich würde sie jedoch nicht in Low Elo empfehlen. In Low Elo empfehle ich Braum. Braum ist gar nicht mehr so häufig gespielt, aber die Fights sind immer relativ messy und chaotisch auf der Low Elo und Braum
haut jeden einmal an. Er ist tanky, er kann ebenfalls beschützen, hat eine coole Ulti und die Passive von Braum ist einfach auch sehr effektiv. Und prinzipiell glaube ich, dass Tanks einfacher sind auf Low Elo, deswegen auch zum Beispiel den Alistar. Super effektiv, also auf der Lane. Man muss die Combo beherrschen und eigentlich brauchst du nichts tun. Und nur wenn die Gegner engagen, haust du den Gegner entweder weg oder wenn dein Jungler kommt, flashst du nach vorne und machst Q. Also es sind recht einfache Kombos und auch hier, es gibt Nami, es gibt Bar, wie gesagt, Thresh haben wir vorhin genannt, es gibt noch die Karma, das sind alles gute Supports, Tahm, Kench. Aber das sind so, gerade Nami zum Beispiel, offensiv die Bubble, vielleicht nicht treffen, wen gibst du deine W? Der Heal ist auch super, ne? Man muss ihn halt hin und her bouncen lassen, aber das sind alles Fähigkeiten, die ein bisschen Weiterdenken erfordern und deswegen empfehle ich sie nicht ganz so sehr für die Low Elo. Aber ich habe mich jetzt für zwei Supporter entschieden und das ist einmal die Janna und zweitens die Nami. Nami ist für mich auch mit der beste Support momentan. Das bezieht sich aber, wie ich gerade erklärt habe, mehr in Richtung höherer Elo. Wenn man sie gemastert hat, ist Nami ultra stark. Sie hat ekligen Sustain, ekligen Damage. Sie hat eine super Ulti, die den ganzen Weg einfach überfluten kann. Deswegen finde ich Nami auch sehr stark. Und mit dazu ganz, ganz dicht gefolgt, so mehr oder weniger auf einer Treppenstufe, wäre noch der Alistar. Das heißt, wir haben Janna, Nami und Alistar gesagt und da werden sich jetzt die Thresh-Mains beschweren. Der Thresh natürlich, es gibt wirklich sehr viele gute Supports. Ich musste mich für zwei entscheiden, meine Top 2 stehen fest und wir gehen weiter in die nächste Rolle. Und da wird es interessant, da gehen wir nämlich in den Jungle-Bereich. Im Jungle-Bereich gibt es für mich, wir sind jetzt hier gerade in Patch 6.20, da oben steht es, natürlich einen extremst starken Jungler und das ist Nidalee. Nidalee ist auf Top 1 und ultra eklig. Wenn man sie kann, du hast schnellen Clear-Time, du hast sehr, bist sehr flexibel, wo du sein kannst. Wenn der gegnerische Jungler versucht runterzulaufen, bist du mit Nidalee einfach schon früher da. Du hast Poke-Range-Damage, du hast ganz starken Nahkampfschaden, wenn du dein Q sogar triffst. Du hast mit den W, mit den Traps auch ein bisschen Vision und sie ist schon super, super stark. Dann habe ich noch mich entschieden für... Achso, Nami haben wir vorhin gar nicht gezeigt. Das müssen wir einmal noch ganz kurz nachholen. Das ist die Süße. Das war die Nidalee. Und dann habe ich mich entschieden für Graves. Es ist extrem schwierig hier wieder. Weil es gibt Skarna, es gibt Zac, es gibt immer noch Hecarim. Es gibt, was habe ich noch? Elise. Es gibt Olaf. Olaf auch sehr stark. Rek'Sai gibt es noch. Es gibt noch den Lee Sin. Es gibt so viele Jungler. Ihr merkt, es gibt Rengar-Mains, die alles abfrühstücken können. Ich habe mich jetzt aber für Graves entschieden, weil er doch relativ lächerlichen Schaden und easy clear hat. Und ich finde ihn relativ sicher. Er ist nicht schwer zu spielen, weil du ballerst einfach drauf. Und Lee Sin erfordert Mechanik. Es ist schwierig, ich habe mich für die Top 2 für Nidalee und Graves entschieden. Und hier muss ich ein ganz großes Ausrufezeichen sagen mit Warnung. Lustigerweise werden beide diese Champions, die ich genannt habe, also sowohl Graves als auch Nidalee, in 6.21, also der Patch, der dir als nächstes kommen wird, genervt. Tatsächlich sagt Riot eben auch, diese Champions sind stark und deswegen brauchen die einen Nerf. Und ganz außen vor gelassen haben wir jetzt mal den Nunu, weil Nunu wurde extremst gebufft, Nunu geht übelst durch die Decke, aber Nunu wird jetzt auch bald schon wieder genervt und bis die Leute sich da eingefunden haben, deswegen habe ich Nunu außen vor gelassen. Aber Nidalee Graves bis zum Patch und danach glaube ich, dass Skarna, Lee, Rengar, alle die ich genannt habe, Elise ist auch noch stark, Olaf, das sind so, es gibt eine sehr große Vielfalt, die man junglen kann. Dann gehen wir weiter zu der Top-Lane. Bei der Top-Lane war es für mich fast am einfachsten. Klar gibt es auf der Top-Lane auch noch einen Echo, der ab und zu aufblitzt, einen Gnar, den ich persönlich immer vorher extremst gut fand, Rumble auch sehr gern gesehen. Aber ich musste mich für zwei entscheiden und ich habe mich für zwei Champions entschieden, die sehr gut auf der Lane sind. Und einer von denen hat auch ein
ist für mich auf Platz 1, ihr kennt ihn definitiv, es ist der Cannon. Er hat eine super Teamfight-Ulti, er ist gut auf der Lane, er ist nicht so leicht zu ganken, hat übelst viel Damage, er profitiert extrem vom Proto-Belt und deswegen an alle Top-Lane-Mains, meistens beim, also in Diamond ist Cannon echt jetzt neuerdings immer gebannt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn er open ist, ich würde euch echt Cannon empfehlen, der ist awesome. Und ähnliches Lane-Prinzip, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker auf der Lane, ist der Jace. Echt auch sehr stark am Kommen, er ist sehr dominant auf der Lane, er tradet extrem gut gegen Apela, weil er natürlich A-Dealer ist. Er macht sein Q-Auto-Attack, wechselt in die Hammerform, springt auf dich drauf, macht sein Auto-Attack, haut dich mit der E weg und diesen Trade kann niemand eigentlich kompensieren und deswegen ist er auch sehr effektiv. Wenn er später in den Teamfights zwei seiner Shockblasts durch das Gate trifft, haut er übel raus. Er ist nicht ganz so effektiv in Teamfights, finde ich, wie der Cannon. Cannon ist halt Engage und Jace ist auf der Range. Aber das sind so zwei Top-Laner, die für mich auf Platz 1 waren. Gefolgt, wie gesagt, von Rumble, Echo, Gnar. Dann gibt es auch noch Maokai zum Beispiel. Was habe ich hier noch? Kaylee. Kaylee hat auch eine sehr hohe Winrate, aber sie braucht ein sehr hohes Skill-Cap und ist auch etwas eigen. Dann gibt es auch noch die Poppy. Poppy ist auch wieder am Kommen. Auch interessant, aber okay. Für zwei entschieden, Cannon Jace. Ich glaube, damit stimmen die meisten zu. Jetzt kommen wir zu der letzten Lane und das ist die Midlane. Was haben wir da für coole Picks? Da war es für mich persönlich am schwersten. Es gibt, ich glaube, die Midlane ist die Lane, die am meisten Möglichkeiten hat. Es gibt Viktor, Ryze, Vladimir, Cassio, Malzahar, Syndra. Das sind schon mal 6 Stück, die alle gespielt werden. Aurelion Sol wird ebenfalls gespielt. Das sind sogenannte Control Mages. Die LCS-Spieler spielen gerne Control Mages. Beispiel zum Beispiel Ryze. Die lieben es, deswegen auch der Name, die Kontrolle zu haben und nicht nur eine Burst-Phase. Assassine stinken oft ab in der LCS, weil du exhausted wirst oder von allen plötzlich gefokust. Deswegen hast du wenig Chancen. Aber es geht ja um Solo-Queue. Und Solo-Queue ist schon nicht schlecht, wenn man da dem Team helfen kann, wenn man Picks machen kann und eine starke Präsenz. Und ich habe mich entschieden letztendlich für 2 Champions, die nicht in der LCS gespielt werden. Wobei einer wurde auf den Worlds gespielt, glaube ich. Und zwar ist das Twisted Fate. Twisted Fate ist immer asozial. Du kannst ihn natürlich in der Lane mit einem Fist zerstören. Aber Twisted Fate, selbst wenn er stirbt, kommt in Lane, teleportiert sich auf die Botlane und holt 2 Kills. Er ist immer eine sehr eklige Präsenz. Und ich glaube, für Solo-Queue ein Master Twisted Fate rasiert. Der carryt hoch. Und High-Elo-Spieler werden euch sagen, Twisted Fate, das stimmt. Low-Elo-Spieler, glaube ich, ist bei Low-Elo-Spielen würde ich Twisted Fate nicht empfehlen, weil du wirst echt von vielen Matchups geraggt, du wirst oft gesittet und du brauchst Map Awareness. Aber für meine Liste steht Twisted Fate auf jeden Fall mit auf Platz 1 und dann habe ich mich noch entschieden für Ahri. Ahri ist für mich auch im Internet in vielen Gott-Tier-Listen tatsächlich mit dabei. Dominant auf der Lane, kann Picks machen, ist in Teamfights extrem flexibel durch ihre dreifachen Jumps und sie hat halt auch den Damage. Ahri hat nicht so viel Kontrolle natürlich wie ein Viktor. Und Viktor ist auch noch ein sehr starker Midlaner. Aber wie gesagt, probiert es selbst mal aus. Es ist fast unmöglich, sich für 2 Champions zu entscheiden. Für alle 5 Rollen. Natürlich kann man auf der Top-Lane neben Cannon und Jace auch sagen, dass ein Yasuo abgehen kann. Aber ich finde, Yasuo gibt es auch sehr krasse Unterschiede. So ein Silber-Yasuo, der wird gegankt und er wird useless. So ein Diamond-Yasuo, der weiß auch, wie er sich verhalten muss. Oh, sorry, guys. Der musste raus. Wie viele haben jetzt Gesundheit gesagt? Ich danke euch dafür. Auf jeden Fall war das meine Liste. Wenn wir jetzt ganz kurz nochmal durchgehen. Ja, klar, Anivia, Kontrolle. Fizz, Evelynn ist ein bisschen häufiger gesehen. Gangplank ist inzwischen zu schwach. Hecarim auch noch ein effektiver Jungler. Stelle ich mit Zac und Skarner ein bisschen auf eine Ebene. Irelia ebenfalls Toplane möglich. Jinx wäre dann bei den ADCs. Jungle, Kha'Zix kann auch brutal abgehen. Lissandra ist auch noch ein starker Control Mage. Ja, Rengar, klar, Riven, Yasuo, Rengar und Zed. Von all diesen 4 Champions kann natürlich jeder mit einem hohen Skill-Level extremst abgehen.
Die gehören aber definitiv auch nach der Winrate von den meisten Seiten nicht zu den Top-Tier. Muss man einfach sagen, dafür gibt es viel zu viele, die reinzacken und es ist auch nicht der konstanteste Champion. Shaco, nee, Shyvana, nee, Shen, Zion, Skarner, Sona, Soraka, die zwei Supports auch noch sehr stark, aber denkt an meine Worte, solide Supporter, einfache Supporter. Da habe ich sogar noch einen kleinen Geheimtipp für euch und das ist Morgana. Ich habe ja gesagt, dass gerade Silberspieler, die vielleicht supporten, gute Chancen mit Braum haben und mit Alistar, weil sie recht sicher sind. Sie können Fehler machen. Gerade Alistar mit seiner Ulti kann so viele Fehler machen, das ist super. Und falls ihr doch Range haben wollt, nimmt Morgana. Sie ist echt nicht schwer zu spielen. Ich carry sehr viele Games mit ihr. Habe ich hier nicht sogar in der Match History gerade, das ist glaube ich der falsche Account. Ne? Hier habe ich dreimal Morgana jetzt gespielt. Auch das hier unglücklicherweise verloren. 3, 5, 13. Ihr seht es von den Stats. Es läuft einfach. Also, du musst Q setzen und das Black Shield. Und selbst hast du eine gewisse Tankiness. Das hilft. Gerade mit Jhin. Wenn du dein Q triffst, kann Jhin sein W treffen. Also, auch ein interessantes Support drin ist auf jeden Fall die Morgana. Vladimir gehört in die Mitte. Zyra gehört auf die Support-Rolle. Varus. Vega. Vega auch ein Kontrollmage in der Mitte, der beim Early leider reinzeigt. Ich denke, wir haben alle Champions durch. Und ich habe mich für meine Top 10 Champions entschieden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Wenn nicht, probiert. Wenn ihr komplett. Ich kann mir nicht vorstellen, dass komplett Leute mit der Liste nicht übereinstimmen. Einzelne Picks oder die Wayne-Mains, die sagen jetzt, wie kannst du nicht Wayne auf die ADC-Liste schreiben? Aber ganz ehrlich, ich finde Caitlyn viel konstanter als Wayne. Viel, viel konstanter. Das ist einfach so. Alright, ich bin sehr gespannt, was ihr daraus macht. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück. Ihr habt noch weniger als einen Monat Zeit, um hochzuranken. Auch ich bin momentan, habe mich jetzt hochgerankt. Ich habe jetzt angefangen mit Ranked Games. Bin inzwischen schon wieder Diamond 3, also es geht gerade gut bergauf, wie ihr gesehen habt. Hoffentlich geht das so weiter. Euch wünsche ich genauso viel Glück. Macht's gut, euer Mr. Mike P. Haut rein. Schönes Wochenende noch. See ya.